So, und damit hätten wir die persönliche Quest von Shale angestoßen. Das ging jetzt ziemlich zügig. Die Erinnerung eines Golems. Hier ist immer noch der freie Platz von der Wächterfestung. So ein Scheiß. So, weiter. Die Erinnerung eines Golems. Suche nach Hinweisen auf Shales Vergangenheit. Der Golem Shale hat dich gebeten, die tiefen Wege zu erkunden, um nach weiteren Hinweisen auf seine Vergangenheit zu suchen. Das werden wir jetzt nicht sofort machen, sondern das werden wir verbinden. Ihr erinnert euch, dass wir noch eine Sache in Bonamar zu erledigen haben. Also auf jeden Fall will ich die erledigen. Ich will ja hier im LP so alles Mögliche drin haben, was man so an Quests machen kann, beziehungsweise was ich so weiß, was man an Quests machen kann. Und da zählt auch die Sache in Bonamar noch dazu. Und das werden wir dann verbinden. Da werden wir dann einfach Shale mitnehmen und in die tiefen Wege gehen, die Sache in Bonamar erledigen und gleichzeitig Shales, ja, persönliche Quest vorantreiben. Ein Gespräch mache ich noch. Ich habe gerade irgendwie Lust. Oh. Ach, was denn los? Was sollen diese schweren Seufzer, Shale? Oh, das ist vor allem ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit angesichts der Aufgaben, die es vor sich hat. Ach, das wird Es schon. ist nur allzu wahrscheinlich, dass es ebenso wie seine Begleiter als Fleck auf irgendeinem Felsen endet, über den die dunkle Brut trampelt. Diese Tragödie wird mich zu einer einzelnen Träne rühren. Na, werden wir denn auf einmal frech? Werdet ihr nicht als Fleck direkt neben uns enden? Tja, das bezweifle ich. Ich bestehe aus reinem Fels, von der Haut bis in mein Innerstes. Ich könnte zu einem Haufen Staub werden, aber ich werde bestimmt nichts Schmieriges Ja, ist ja hinterlassen. gut. Das überlasse ich weicheren, matschigeren Dingen wie diesem und seinen Freunden. Was war das? Hat es auch Flügelschläge gehört? Wir müssen wachsam sein. Es könnten Tauben in der Nähe sein. Ja, Shale minus 5, na super. Shale hat tierischen Schiss vor Tauben, seit sie da als Statue 30 Jahre oder so in Honlis stand und die Vögel sie ständig vollgekackt haben. Eins noch. Oh. Schon wieder? Was sagen wir denn mal? Ich hatte mir Golems irgendwie anders vorgestellt. Anders? Anders als was? Anders als eine Statue? Anders als ein Baumstamm? Soll ich ein wenig monotoner sprechen? Ja, Meister. Ich existiere, um dem Meister zu dienen. Ich töte für den Meister Na allein. bitte, geht doch. Hat es vielleicht erwartet, dass ich eine dröhnende Stimme habe? Oder dass ich Gedichte rezitiere? Wenn es möchte, kann ich Gedichte rezitieren. Ich frag mal, sind das schmutzige Gedichte? Die meisten drehen sich darum, wie man Tauben auf originelle und schmerzhafte Art umbringt. Ich bin noch nie einem anderen Golem begegnet. Ich weiß nicht, wie sie sein könnten oder warum ich nicht wie die anderen bin. Warum? Ist es denn schon anderen Golems begegnet? Haben sie anders geklungen als ich? Abgesehen von Caridin haben sie nicht gesprochen. Und nun wird es keine mehr geben. Nee. Ich nehme an, es ist so das Beste. Ich weiß nicht, wie andere Golems sein könnten, aber ich bin ihnen schon aufgrund meines freien Willens überlegen. Das ist ein Vorteil. Das stimmt. Es ist bestimmt ein Erlebnis, da stimme ich euch zu. Ebenso wie gevierteilt zu werden. Es scheint, als gäbe es hier außer mir noch andere mit einem losen Mundwerk.
Und jetzt sollte es aufhören, so viel zu reden. Das Wackeln seiner feuchten kleinen Zunge ist verwirrend. Und wieder plus 2. Na gut, Shale. Dann soll es das für diesen Moment gewesen sein mit Shale. Und wir sprechen jetzt nochmal. Sprechen wir überhaupt noch mit jemandem? Ich denke erstmal nicht. Ich überlege gerade, ich gehe gerade die persönlichen Quests durch, ob wir irgendeine unbedingt zu einem gewissen Zeitpunkt anstoßen müssen oder nicht. Deswegen würde ich sagen, dass wir... Also Morrigan's Quest haben wir ja schon angestoßen. Ich kann ja gerade mal gucken. Gefährten. Ja, nur Morrigan's Quest. Dann schwätzen wir mal kurz mit Stan. Also gucken, ob es irgendwelche... Ihr seid nicht ganz so unreif, wie ich dachte. Das ist unerwartet. Was soll das bedeuten? Unreif? Das ist ein Wort aus eurer Sprache. Es bedeutet noch nicht fertig. Wie eine Frucht, die zu früh geerntet wird. Wie kommt ihr darauf, dass mich jemand geerntet hat? Vielleicht war ich doch zu voreilig. Ja, warum seid ihr nach Ferelden gekommen, wissen wir. Hat er hier was auf Lager? Sprecht. Okay. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Was habt ihr in diesem Käfig gemacht, das wissen wir auch. Ich habe eine Frage. Das überrascht mich nicht. Okay, wissen wir auch. Also, oder haben wir alle schon? Wie ihr wünscht. Ja, bei Stan nichts Neues. Wem haben wir denn Geschenke gegeben? Liliana haben wir zwar keine Geschenke gegeben, aber... Nee, da dürft's eigentlich auch nichts Neues geben. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich möchte mit euch über etwas reden. Was habt ihr auf dem Herzen? Gut, ein paar gute Geschichten haben wir uns schon zwei, glaube ich, erzählen lassen oder drei. Man munkelt, die Bänkelsänger aus Orlais wären häufig Spione. Vermisst ihr Orlais auf irgendeine Weise? Ob wir das schon hatten, weiß ich nicht. Frag einfach mal. Ich vermisse Val Royaux. Ja. Andere Städte beziehen ihr Leben und ihren Charakter durch die Einwohner. Aber Val Royaux war selbst eine Person. Ihre Bevölkerung kaum mehr als Dekoration. Es gab immer Musik in Val Royaux. Sie drang aus den vielen Fenstern. Stille Weisen. Neben Triumphgesängen. Und über all dem schwebte stets der Gesang von der großen Kathedrale. Es war großartig. Schön. Ich war noch nie in Orlais. Wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr zumindest Val Royaux mal besuchen. Natürlich hat Orlais Vor- und Nachteile, wie jeder andere Ort auch. Manchmal vermisse ich es sehr. Und dann wieder bin ich froh, nicht mehr dort zu sein. Ihr werdet darüber lachen, aber ich vermisse die schönen Sachen, die ich in Orlais hatte. Habt ihr jetzt keine schönen Dinge mehr? Ich habe in Orlais viel zurückgelassen. Aber das Leben besteht nicht nur aus Kleidern und Pelzen. Traurigerweise haben das viele aus dem Blick verloren. Orlais ist so modebewusst. Es ist fast schon lächerlich. Ah, aber die Schuhe... Ja, die Schuhe. Die Schuhe waren all den anderen albernen Tand wert. Was ist so besonders an Schuhen? Nun, es sind eben Schuhe. Sie sind hübsch. Zumindest manche davon. Als ich Orlais verließ, waren gerade Schuhe mit kleinen spitzen Absätzen und Verzierungen an der Vorderseite in Mode. Ein Schleifchen oder eine Stickerei. Natürlich in Pastellfarben. Schließlich war Frühling. Waren sicher ziemlich teuer. Ja, schon eher gehobene Preisklasse. Es ist albern und unangemessen, ich weiß, aber ich habe nun mal eine Schwäche für hübsche Schuhe. Ach, ich könnte mich den ganzen Tag über Schuhe unterhalten. Nein! Aber auf uns wartet noch Arbeit. Ja, ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Okay. Alistair wollte ich nochmal. Beschäftigt euch etwas? Ich habe einige Fragen. Natürlich. Templer ausbilden, Grauen Wächter erzählen.
Okay. Ja, mit Ogryn haben wir ja letztes Mal erst geschwätzt. Da sollte nicht allzu viel geschehen sein. Win können wir nochmal. Wo ist sie denn? Da ist sie. Was habt ihr auf dem Herzen? Geht es euch jetzt besser? Oh ja, und danke der Nachfrage. Ich fühle mich heute viel besser. Schön. Dann wart ihr wohl doch nur müde, wie ihr ja auch sagtet. So muss es wohl sein. Gut, ich werde mich bei Gelegenheit nochmal schlau machen, was wir für welche Gefährtenquest benötigen. Und mir da mal Notizen machen, damit ich hier nicht immer irgendwie wie will die Leute fragen muss. Und nun gehen wir erstmal zur Weltkarte. Ja, Ogryn, Liliana, Morrigan. Und los geht's. Und zwar möchte ich als nächstes... Ach, Morrigan hat ein Level-Up. Sieh mal einer an. Und zwar möchte ich als nächstes in den Grenzbereich des Brasilienwaldes und den dritten Hauptquest-Strang starten. Doch vorher haben wir noch, ihr erinnert euch an eine Quest in Orsamar, wo wir für die gute Dagna im Turm des Zirkels mal anfragen sollten, ob sie denn dort studieren könnte. Ich muss kurz husten, kleinen Moment. So. Und ja, genau das werden wir jetzt tun. Wir werden den Turm des Zirkels besuchen und fragen und erstmal gucken überhaupt, wen wir da fragen. Ich muss mal sehen. Und kommen wir heil durch? Nein. Mal gucken, was wir hier für ein Zwischenkämpfchen haben. Würdest du vielleicht mal aufhören zu essen? Der ist schön. Zuhören. Ich habe Hunger. Du kannst dich im Lager vollstopfen. Jetzt behältst du die verdammte Straße im Auge. Weggehen und ihre armselige Falle gekonnt umgehen. Habe ich noch nie gemacht. So viel Besonderes gibt's hier nicht. Ja, Erfahrung halt, ne? Das wäre halt so der einzige Grund, hier wirklich voll in die Vollen zu gehen. Aber ehrlich gesagt möchte ich mal testen, was passiert, wenn wir weggehen und ihre armselige Falle gekonnt umgehen. Ja. Hallo Ogryn, bist ja auch wieder da. Das ist gut, dann können wir gerade eben die Buffs verteilen. Telekinetische Waffen und Arcaner Schild. Morrigan... Auch ich zeige euch mal die Spinne. Hallöchen, da ist die gute Spinne. Hässlich wie immer. Und die nehmen wir mit. Dann möchte ich schnell den Level Up machen. Einmal Willenskraft, zweimal Magie. Ah! Zweite Spezialität. Ach, du lieber Himmel, nee. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also von der Kombination her wäre Geistheiler Blutmagier gut. Da ich aber nicht so ein Freund von Blutmagiern bin. Und auch, also ich hatte schon einmal die Spezialisierung Blutmagier und habe die Fähigkeiten nie genutzt. Wirklich nie. Tja, wir könnten noch. Arcaner Krieger ist im Prinzip auch Schwachsinn. Ich denke, auch wenn Formwandler jetzt auch nicht die Burner-Fähigkeit ist, dass wir einfach Morrigans Naturell wieder entsprechen und ihr einfach wieder die Formwandler-Spezialisierung geben, die sie ja eigentlich von vornherein sowieso hätte, wenn wir denn nicht diesen netten Mod hätten, der uns erlaubt, neue Charaktere oder neue Gefährten auch komplett neu zu skillen. Also Formwandler... Ob ich Talentpunkte rein investiere, ich glaube es ja irgendwie nicht. Und, wir könnten die Massenlähmung nehmen.
Wir könnten aber auch den Lebenswächter nehmen, um dann zur reinigenden Aura zu kommen. Die ist nämlich insofern gut, wenn es mal wieder irgendein Charakter gerissen hat. Heilt sie die Verbündeten von Verletzungen. Ja, dann spart man sich nämlich Verletzungsausrüstung, genau. Und, aber die Massenlähmung ist so gut. Ich gehe erstmal auf die Massenlähmung und danach auf den Geistheilerbaum. Und danach habe ich überhaupt keinen Plan. Es könnten die Flüche werden. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir dann spontan. Mache ich mir jetzt auch nicht so einen Kopf drum. Jetzt erstmal Massenlähmung. Spielen. Morrigan. Eure Anweisungen? Dann machen wir die Massenlähmung mal hier hin. Wir haben mal wieder keine Lyrium. Ach. Ich habe vergessen. Ach, das können wir im Turm machen. Da kaufen wir erstmal Lyriumtränke. Hoffentlich denke ich dran, bis wir hier im